Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Duale Seelen Soforthilfe. Diese Legung ist dafür gedacht, dass ihr sofort ohne Wartezeit eure Legung bekommt. Thema ist Duale Seelen und Duale Seelenprozesse. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt für Duale Seelen Soforthilfe 10 Euro. Inasilia ist der Name. Liebe Inasilia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Du hast einen Partner, aber er kann sich nicht öffnen. Er spricht nicht viel über Gefühle und du weißt, er hat sehr schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Er traut sich das nicht. Und jetzt schauen wir diese Situation an. Was verbindet euch? Was kommt von ihm? Ich starte. In welchen Situation befindest du dich im Augenblick? Das zeigt hier diese Karte an. Diese Wasser symbolisiert deinen Gefühlen. Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle. Mond hat einen Einfluss auf unserem Unbewussten und Mond hat einen Einfluss auf die Träume. Und du sollst jetzt auf diesem Wasser gehen. Wie machst du das? Du kannst hier gehen, wenn du deine Träume vertraust. Du kannst hier gehen, wenn dieses Wasser still ist und ruhig und gibt es keine Wellen und Stürme auf diesem Wasser. Also das entspricht deinem Gefühlszustand. Du brauchst die Ruhe, du brauchst den inneren Gleichgewicht. Achte darauf, dass in diesem Stille, in dieser Ruhe kommst. Dann stehst du in Verbindung zu deinem Unbewussten, stehst in Verbindung zu deiner Intuition, stehst in Verbindung zu deinen Träumen und spür diese Kraft in dir. Und das ist auch weibliche Kraft. Das ist etwas Mütterliches. Aber die Mondenergie zeigt nicht nur die Mütterlichkeit, sondern das Entstehen an etwas. Die Geburt an etwas. Aber so wie ein Kind braucht auch 9 Monate, bis geboren wird, so braucht diese Beziehung auch Zeit. Und diese Zeit, bleib in diesem Kraft, bleib in diesem Energie und auch bei diesem Gefühlszustand. Vertraue, dass du deine Träume lebst. In welchen Gedanken hast du oder welchen Gedanken sollst du haben, das zeigt dieses Bild an. Hier wird etwas verteilt. Das sind Kinder und sie bekommen etwas. Das kann ein Hinweis sein auf deine Kindheit, dass du nicht das bekommen hast, was du gewünscht hast, dass deine Wünsche nicht erfüllt wurden. Und das sind Kindheitserinnerungen und du sollst diese Erinnerungen loslassen, weil das ist traurig, das löst Traurigkeit, aus. Oder Tränen. Das kann ein Thema sein, worüber du Gedanken haben sollst. Weil dann entsteht dieses Gefühl, oh, das steht mir gar nicht zu. Jeder bekommt etwas, nur ich nicht. Also achte auf deine Einstellung, achte auf deine Gefühle, denk zurück auf deine Kindheit. Diese Gedanken kann auch etwas vermitteln, dieses Bild etwas vermitteln in deine Gedanken,
Oh, ich bin immer das Gebende. Immer ich muss immer geben und kommt nichts zurück. Und in Beziehung braucht die Gleichgewicht. Geben und nehmen. Wenn das einseitig ist, dann kippt die Gleichgewicht. Aber dein Inneren, in deinen Gefühlen spürst, dass ihr beide zusammen gehört. Das ist wirklich wie eine wahre Liebe. Und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und diese weiße Taube, die Befreiung auch. Du fühlst dich auch frei, wenn das erfüllt ist. Du traust es nicht zu, dass deine Wünsche zum Erfüllung gehen. Und dieses Bild kann ein Hinweis sein, dass in deiner Kindheit liegt das alles. Was verbindet euch? Dieses Bild ist für mich einzigartig, weil das ist eine Nachricht. Eine Nachricht, und diese Nachricht sollst du gar nicht an ihm senden, du sollst diese Nachricht an Gott senden. Diese Rabe ist wie Odins Rabe. Diese Rabe fliegt in die Welt und schaut alles an und fliegt zurück zum Odin und berichtet, was im Welt los ist. Natürlich, du möchtest nicht wissen, was im Welt los ist. Hier geht es um eure Liebe, sondern das ist die Verbindung zum Göttlichen. Die Bilder haben symbolische Bedeutung. Sprich mit Gott oder noch besser, schreib das auf. Und vertraue auf die Elementen auch. Wenn du möchtest, dass es im Fluss kommt, schreib deine Wünsche auf und werfe das im Fluss. Und vertraue das Fluss des Lebens. Vertraue und sprich deine Wünsche aus. Nicht mit ihm, sondern sprich mit Gott. Und so kommst du in Verbindung mit deinem Inneren, mit deinem Unbewussten, mit deinen Träumen zum Himmlischen, zum Göttlichen. Vertraue das, weil deine Seele sagt auch, dass ihr zusammengehört. Was denkt er? Er denkt, wenn er jetzt bewegt sich, das ist wie ein Sprung nach vorne, dass er wieder stürzt. Natürlich sind das seine Erfahrungen und er schützt sich, er will nicht nochmal enttäuscht werden. Das ist sein Verstand, seine Gedanken. Und was sagt sein Gefühl? Sein Gefühl sagt, warte auf mich, ich stürme, zu dir ich komme. Und dieses Feuer im Hintergrund ist die Leidenschaft und die Begeisterung. Und die beiden Karten haben einen Widerspruch. Die eine stürmt voran, andere hat Angst zum Stürzen. Und das ist die Verstand und das ist die Gefühl. Die Gefühle sind alles in Ordnung, aber sein Kopf lässt es nicht zu, seinen Gefühlen zum Leben. Und was möchte er sagen? Die Kelchen symbolisieren hier die Gefühle seiner Liebe. Die Zahl 4, auch die Sicherheit und Stabilität, er ist sicher in seinen Gefühlen und er möchte sagen, dass er dich liebt, aber er hat Angst. Aber er ist auch traurig, diese Dame symbolisiert ihn, also hier ist keine andere Frau da, sondern die Karten haben symbolische Bedeutung. Und er sitzt hier im Fenster und wartet auf ein Wunder oder wartet, dass du kommst und ist traurig. Aber was wichtig ist bei dieser Botschaft, das sind die Kelchen, die Liebe, die Gefühle und die Zahl 4, dass er sicher ist an seinen Gefühlen und doch traut sich nicht, das in Bewegung setzen, er hat Angst. Liebe Inasilia, das war diese Legung, duale Seelen-Soforthilfe. Ich bedanke mich nochmal, dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.